Yo, ich bin ein Profi. Ich profi nur mit B, so wie Brody. Dann schauen wir uns das Video an. Reden kann ich. LGBTQIA plus Regenbogenflaggen und Genderwahn. Children the Basics von dem lieben CEO, aber auch der steht wieder Sepp, der wird wahrscheinlich ordentlich seinen Selbstbild zu geben. Genauso wie bei Stocker schon gesehen am Helga Marianne. Also selbe Thema, let's go. Habt ihr ein geiles Wochenende? Nein. Echt nicht? Warum? Was war los? Naja, jetzt bin ich ja da, um deine Laune so ein bisschen aufzubessern mit einer brandneuen Folge von Chill Deine Basics. Mal wieder könnt ihr euch freuen auf den versoffenen und extrem konservativen Bayer Sepp. Das heißt, Leute, an der Stelle natürlich, packt mal wieder euren Humor aus. Ich meine natürlich euren Humor aus, denn anders hält man dieses Format gar nicht durch. Aber die Experten unter euch wissen ja sowieso, dass Humor super wichtig ist für ein fröhliches Leben, nicht wahr, Leute? Nein. Nein. Das ist ein bisschen nervig, ne? So, Leute, wie immer wünsche ich euch viel Spaß mit dieser Folge von Chill Deine Basics. Los geht's! Er muss Intro auf jeden Fall mal nachmachen. Der sieht immer noch so weird aus, weil es so alt ist. Chill Deine Basics! Warum sag ich bei meinen alten Intros, bei den Intros, die ich immer noch habe, zum Miraculous zum Beispiel, auch noch dieselbe Person mit dem kurzen Bart und so, auch noch anders. Ja. Ist echt wahr, oder was? Bitte sag mir nicht, dass du mich verarscht oder so. Hat dein Kneipen wirklich wieder offen, oder was? Ja, Sepp, es ist tatsächlich wahr. Ich hab das Go von denen da oben bekommen, das heißt, der Hahn läuft jetzt wieder. Ja, oh, ist das geil, ich freu mich voll. Ja gut, dann hau doch gleich mal euer Cast-Plotten, dann lieber Cast und dann mal das Bier her, bitte. Kommt sofort, Sepp, ich meine, du hast doch sicher auch einen negativen Corona-Test dabei, oder nicht? Ich hab dich gewarnt. Jetzt mit dem Arsch aufgerissen. Sepp ist schon okay. Es geht auch ohne, Mann. Ohne Scheiß, langsam glaube ich wirklich, die ganze Welt mag mich verarschen oder so. Mittlerweile habt ihr mich sogar schon so weit gehabt, dass ich so einen Merkel-Maulkorb mir gekauft habe. Und jetzt sagt mir plötzlich jeder, ah, das ist gar nicht mehr so wichtig, das braucht man jetzt gar nicht mehr. Was ist denn da los? Ihr habt 2 Euro für den Scheiß ausgegeben, deswegen müsst ihr die Masken mindestens nur 10 Jahre tragen. Ohne Quatsch jetzt. Sonst habt ihr bald. Sepp, ganz ruhig. Eine Faust im Arsch. Oh, da gibt es ja auch mega... Eine Faust im Arsch, ja. Aber da gab es auch einen riesigen Massenskandal, dass die Masken gar nicht so teuer gewesen sein müssten und die Masken viel teurer gekauft haben, obwohl die eigentlich pro Stück viel günstiger werden. Da ist ja auch gerade eine Untersuchung, die gegen die Regierung geht sogar, weil die einfach überteuerte Masken gekauft haben. Die ist doch meine Schaumkrone, oder? Ja, und du bist wieder da! Nein, ja! Ist schön, dich zu sehen. Was machst denn du hier? Ich sitze! Dir so, mir geht's gut! Alles, ja, hallo! Mein er gibt mir gar nicht Zeit zu reden. Den Lodi Eiheit. Wie wär's denn, wenn du dein Bier erstmal bezahlst? Die schmeckt gut. So, aber jetzt hau mal ein Thema raus, du hast lieber den Heiz so schien's. Sepp, was hältst du davon, dass die UEFA verboten hat, bei der EM die Allianz Arena in München in Regenbogenfarben zu beleuchten? Ach so, davor schon heute? Keine Ahnung, nur das Richtige. Da habe ich auch ausführlich in meinem letzten Podcast geredet, mit meinem Bruder. Also hört euch gerne an, wenn ihr genau darüber reden wollt, auch wenn ihr was über Arschhaare und Fußfetisch wissen wollt, über Haare an Ohren. Also wenn ihr was wissen wollt, dann hört gerne den Podcast rein. Die Gebrüder Profi heißen wir. Auf Spotify, Deezer und iTunes. Natürlich, und das Richtige an der Stelle ist, dass das eine arschgeile Aktion ist. Warum war das schon wieder klar? Alois, es ist halt einfach ein Sport. Es soll doch darum gehen, wer gewonnen hat und wer verloren oder nicht. Ob jetzt da irgendwie so ein Flitzer rum ein Dummklaffer ist, welche Farbe jetzt unbedingt das Stadion hat. Ich meine, es ist doch scheißegal, was kommt denn als nächstes. Ob der Rasen grün genug ist oder was. Soll man jeden Scheiß, muss man ausdiskutieren, ob der Ball rund genug ist, ob das Bier kalt genug ist. Obwohl, bei letzterem muss man schon sagen, Bier ist für Stadionfeeling schon ein essentieller Bestandteil. Aber Sepp ist auch ein tolles Zeichen, wenn man bei sowas national anerkannten wie Fußball dafür einsteht, dass die Würde eines Menschen unantastbar ist. Dass jedem Menschen gleiche Rechte zustehen, völlig egal, welche sexuelle Orientierung, Religion oder Herkunft. Ja. Ich brauche mir nicht. Oh, muss es denn unbedingt der Fußball sein? Glaubt man wirklich, dass wenn man die Allianz Arena in so bunten Farben ummalt, dass plötzlich alle Homophoben sagen, ach, wisst ihr was? Jetzt gebe ich auf. An der Stelle fange ich jetzt wirklich an zu tolerieren, dass eben auch 2 Männer so... Du warst schon so... Ja, Sepp, red ruhig weiter. Alois, das muss ich doch jetzt nicht laut sagen, oder? Das kann man doch auch... Oh, krass. Dabei jetzt belassen. Sepp ist einsichtig. Crank, so konservativ kann er gar nicht sein. Sein, dass du einfach selber homophob bist? Hey, Alois, du lass mir ja viel gefallen, aber an der Stelle ist wirklich Schluss. Ein für alle Mal will ich mal klarstellen hier. Ich finde, es ist das Recht eines jeden Mannes. Oder Frau. Oder Frau. Das zu tun oder zu lassen, was er möchte. Oder sie möchte. Oder sie möchte, ja, natürlich, solange er dabei ist. Ja, das ist schwierig. Oder sie dabei. Ja, oder sie dabei eben. Solange er sie dabei keinen anderen. Oder andere. Ja, oh, wie es gleich bekommt, oder sie auf die Fresse. Aber alles ohne Scheiß, was
eigentlich? Ich muss hier ein Statement raushauen. Ist halt schwierig. Eine deutsche Sprache der Gleichberechtigung zu schaffen, ist halt echt schwierig. Und ich sage auch nicht, dass jetzt hier das Gender-Sternchen die beste Lösung ist, aber es muss irgendwie hingekriegt werden, dass es halt, ja. Ja, schwierig. Schwierige Debatte. Ich bin gespannt, wie es gelöst wird. Ich bin auch nicht allwissend, keine Ahnung. Ich wünsche mir auch Gleichberechtigung für jeden. Ne? Love is love, bla bla bla. Juckt mich eigentlich auch nicht, wer mit wem da rummacht. Aber ja, ich will nicht derjenige sein, der entscheiden muss, wie das jetzt gelöst wird. Und du fällst mir dauernd ins Wort ein. Sepp, zu gendern ist wirklich super wichtig. Manche hätten sonst meinen können, dass du dich gerade nur auf die Schwulenfeindlichkeit beziehst und den Rest außen vor lässt. Ja, oder man macht so wie ihm, man geht einfach davon aus, dass jeder Mensch so eine Grundintelligenz einfach mal besitzt. Ich meine, stell dir mal vor, du magst so eine Rede halten wie ich jetzt gerade. Du bist zum Beispiel so ein Politiker zum Beispiel. Oder Politikerin. Ja, natürlich. Die waren auch gemeint, sie fix. Stell dir vor, die müsste beim Debattieren immer darauf achten, dass sie so reden, dass kein Mensch irgendwie außen vor gelassen ist. Da kommt man doch gar nicht mehr weiter, oder? Da hat doch der Vaterstaat Eike, oder nicht? Oder eben Mutterstaat. Ja, das ist jetzt... Ah, Luis, der Song an der Stelle war es mal wieder komplett. Ja, ist halt das Patriarchat. Ja, ist schwierig, ne? Ist schwierig. Sag mal, ist die ganze Welt eigentlich verrückt geworden, oder was? Leute, wir haben eine Pandemie überstanden. Sollten wir nicht eigentlich uns freuen und feiern und glücklich sein? Noch ist nicht vorbei. Für die Welle kann kommen Delta-Variante, ne? Einer hat es gut verglichen mit, irgendwie ändert ihn die vierte Welle wie so ein Tsunami, wo sich zuerst das Wasser zurückzieht. Bei jeder Welle zieht er erst das Wasser weg. Das heißt, die Fallzahlen gehen weg und dann plam. Stattdessen diskutieren wir über so einen Schmarrn, das gibt's doch gar nicht. Das ist doch sicher wieder typisch deutsch, oder? Das macht kein anderes Land außer wir, oder? Ja, im Englischen hat man einfach den Vorteil, dass es keine weiblichen und männlichen Bezeichnungen gibt. Da spricht man einfach ganz normal vom Teacher, vom Gamer, vom Artist und so weiter. Das ist einfach ganz neutral gehalten. Aber war es dann nicht besser, wenn man von den Engländern einfach lernt? Also, dass man einfach jetzt immer sagt, hey, diese Frau ist Arzt und nicht unbedingt Ärztin. Legst du gerade wirklich vor, dass man alle weiblichen Begriffe aus der Sprache entfernt? Das kriegt man nicht durchgesetzt, oder? Ich sag's mal so, ich sehe schon, wie auf Twitter alle ihre Pfeile... Man müsste ein neues Wort schaffen über Begriff so. Einer hat, wie gesagt, ich habe schon mal in einem Video, glaube ich, gesagt, dass man statt Arzt, Arzti oder sowas sagt, mit Y halt. Und dass halt das für beide gemeint ist. Das muss jetzt nicht genau dieser Vorschlag sein, aber sowas zum Beispiel, ne? Also sowas zum Beispiel. Ich finde dieses Innen, klar, es inkludiert alle auch und alle benutzen es gerade, aber generell im Lesefluss stört es mich schon ein bisschen. Aber das ist halt meine Meinung. Und ich bin auch dafür, dass man eine generelle geschlechterübergreifende Sprache macht. Das bin ich auch voll und ganz dafür, ja. Wenn sich jemand davon ausgeschlossen fühlt, klar, soll man es machen. Aber trotzdem ist es halt schwierig, einen Ansatz zu finden, den alle gut finden. Alle in Gift tränken, um dich damit zu töten. Also an der Stelle laut dem Knall von Zio bin ich ja nur eine Kunstfigur, deswegen, ja, fickt euch ins Knie. Prost. Mein Gott. Oh, Luisa, du musst mir schon irgendwie recht geben, oder? Momentan ist schon irgendwie alles ziemlich krass drauf, oder? Überall Regenbogenflaggen. Jede Firma bildet sich ein, wegen PR-Zwecken mal ihr Profilbild zu verändern. Jeder muss da irgendwie mitmachen. Und ich muss sagen, das ist schon ein bisschen, ich sag jetzt mal, schon sehr aufdringlich, oder nicht? Ich meine, ja, wir haben es kapiert. Das kann doch nicht jeder, ich sag jetzt mal, ganz normal hetero sein. Hast du gerade ernsthaft hetero als normal bezeichnet? Ja. Ich sag, ja, mein Anwalt, ohne Scheiße. Na, du hast schon Bescheid, das ist schon sehr in your face, wie man heutzutage ja sagen würde. Ja, aber selbst stell mal vor, du bist einfach nicht straight. Dann ist doch hetero für dich Vollgas ins Gesicht. Ob Serien, Filme oder Werbung oder die Menschen um dich herum. Jeder Mensch denkt einfach, du bist hetero. Wenn dann rauskommt, du bist es nicht, sagen alle, ach du Scheiße, das wusste ich ja gar nicht. Ja. Gut, dann können wir keine Freunde sein. Gegen sowas beenden manche die Freundschaft. Ohne Scheiß jetzt. Ein Mensch ist doch viel mehr als nur irgendeine Sexualität. Ist doch nur... Ja, also ich kann mir schon vorstellen. Also ich kenne zwar keinen, der das gemacht hat, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es für manche halt ungewohnt ist oder weird ist, wenn man zum Beispiel einen besten Kumpel hat, besten Kumpel sagt plötzlich, hey, ich bin schwul. Jetzt sind manche, die dann irgendwie denken, oh, der will jetzt mit mir was anfangen oder so, ich kann mit dem nicht befreundet sein. Wo man vor Jahren ja schon miteinander befreundet, weil es gut verstanden hat und dann nie was passiert ist, so wie auch immer. Denke ich mal, dass es da viele vielleicht auch so, die halt von der Erziehung her nicht sowas genossen haben, sowas wie Aufgeschlossenheit, bla bla, ne, Rücksicht und so, die ist dann so ein bisschen vom Kopf gestoßen. Ich finde so, was? Dann gleich denken, oh, der macht mich an. Ja, genau, richtig. Ganz kleiner Baustein an sich. Also ich bin ja zum Beispiel asexuell, ist das okay für dich? Oh Luis, es ist nicht nur okay für mich, es ist mir wirklich scheißegal. Solange du mir regelmäßig ein Bier in die Hand gibst, sind wir beide Freunde. Süß. Bis an mein Lebensende, schwör ich dir. Und wenn irgendeiner da draußen der Meinung ist, dass du falsch liebst, dann kannst du so einen Fick auf dem geben, weil du bist für mich als Mensch einfach der Oberhammer. Alter, oh, ich weiß süß. Gar nicht, warum mich das gerade so krass berührt. Also ich bin komisch... Das hat er nur gesagt, dass er wieder weiter Bier trinken kann, da wahrscheinlich, ne? Schön eingeschleimt.
Weil sie auch gerade kurz zu weinen. Also ja, du hast schon irgendwo recht irgendwo. Mir kann es ja egal sein, welche Farbe so ein Stadion hat, deswegen von mir aus auch Regenbogenfarben. Und jeder Mensch, der so ein bisschen Gehirn hat und ein bisschen Empathie, der weiß ganz genau, natürlich ist man für Menschlichkeit, für Toleranz, für Gleichstellung und Gleichberechtigung. Ich meine, was kümmert es mich, was ein anderer gern macht oder gern tut? Ich meine, das kann doch mir scheißegal sein, ja, solange es mich nicht irgendwie betrifft oder so. Wichtig ist aber schon, du lässt dich auf keinen Fall irgendwie so reich steigern und so richtig frustriert werden, weil du irgendwas mockst und es geht nicht von heute auf morgen. Veränderungen sind immer schleichend. Über Generationen dauert das teilweise. Man kann die Welt nicht verändern von heute auf morgen. Sagen, du kein Arschloch bist und einfach kein Egoist. Wenn du auf andere Menschen achtest und die gut behandelst, dann bist du an sich schon ein Gewinn für die ganze Welt. Und vor allem bitte behalt dein Lächeln, dein Freit und dein Lara einfach, was wir durchgemacht haben das letzte Jahr. Das ist schon krass. Bitte freu dich mal so ein bisschen am Leben. Ja. Und die Zeit um dich herum und so weiter. Ich weiß, es gibt ein paar Arschlöcher, aber das ist nur ein kleiner Teil. Man hat nicht viel Zeit, das muss man genießen. Vor allem halt eben die Leute um einen rum. Alois zum Beispiel. Ich finde Alois ist so super. Ich finde, jeder sollte so ein Alois in seinem Leben haben irgendwo. Oder halt natürlich... Ich habe kein Alois in meinem Leben. Was mache ich denn jetzt? Auch jede. Messer wird gezückt. Ja, ja. Sepp, ganz ruhig. Alter, verpiss dich jetzt! Danke, dass ich Sie bewirten durfte. Der Besuch war ja heute irgendwie mal ganz anders, ne? Ich finde das Format eigentlich ziemlich cool, weil Sepp ist zuerst sehr konservativ eingeschlossen und will das alles nicht und später wird er durch Alois so ein bisschen erzogen und denkt drüber nach und handelt dann doch überdenkt sich dann doch seine eigene Haltung. Und das finde ich echt ein cooles Video, so. Finde ich cool. Finde die Idee sehr cool, sehr stark. Fion. Ich bin ein Profi, die Profi nur mit B, so wie Brody.